Ihr Lieben, ich habe in meiner Predigthilfe einen sehr interessanten Bericht entdeckt, und zwar in der September-Ausgabe von Werkstatt für Liturgie und Predigt. Und dieser Bericht sieht so aus. Etwa jeder Achte der über 900 Beschäftigten in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, EKM, leidet an einem Burnout. Das haben Greifswalder Wissenschaftler in einer Studie ermittelt. Es seien vor allem Verwaltungsaufgaben und berufsfremde Leistungen, die für übermäßigen Stress in den Pfarrhäusern sorgten, räumte der EKM-Personaldezernent Michael Lehmann am Montagabend ein. Mancher Pfarrer fühle sich manchmal wie ein Hausmeister, sagte er beim traditionellen Kamingespräch der Kirchenleitung zum Jahresbeginn in Erfurt. Sein Chef weiß um diese Sorgen. Die Pfarrer würden nicht darunter leiden, weil sie zu viel, sondern weil sie zu vieles arbeiten, fasste Bischof Friedrich Kramer das Dilemma zusammen. Sein Credo lautet deshalb, sich auf das Kerngeschäft besinnen. Wir wollen eine besuchende, eine seelsorgende Kirche sein, forderte Kramer. Ja, und ich fordere, wir wollen eine betende Kirche sein und eine verkündigende Kirche. Wir wollen eine Kirche sein, die die frohe Botschaft von Gottes Liebe verkündigt. Ich bin der Meinung, dass das Dinge sind, die bei den Kernaufgaben der Kirche auf gar keinen Fall fehlen dürfen. Jetzt ist es ja aber auch nicht so, dass Pastorinnen und Pastoren alle Aufgaben selber tun. Es gibt da nämlich die Diakonie in dieser unserer Kirche und die übernimmt ganz, ganz viel an kirchlichen Aufgaben. Und was die Diakonie selber über sich sagt, das finden wir auf der Internetseite der Diakonie unter diakonie.de. Und da heißt es: Die Diakonie ist der soziale Dienst der evangelischen Kirchen. Wir verstehen unseren Auftrag als gelebte Nächstenliebe und setzen uns für Menschen ein, die am Rande der Gesellschaft stehen, die auf Hilfe angewiesen oder benachteiligt sind. Neben dieser Hilfe verstehen wir uns als Anwältin der Schwachen und benennen öffentlich die Ursachen von sozialer Not gegenüber Politik und Gesellschaft. Diese Aufgabe nehmen wir gemeinsam mit anderen Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege wahr. Dieses Selbstverständnis spiegelt sich auch in dem Wort Diakonie wider. Im Altgriechischen versteht man unter Diakonia alle Aspekte des Dienstes am Nächsten. Also der Dienst am Nächsten. Und dieser Dienst am Nächsten kann wie folgt aussehen. Da gibt es ganz viele Beispiele. Und zwar kann das Familienhilfe sein oder Jugendhilfe oder Obdachlosenhilfe, Hospizarbeit, also das Begleiten von sterbenden Menschen, Behindertenhilfe, Hilfe bei der Arbeit oder auch bei der Arbeitslosigkeit, Altenhilfe, Krankenhilfe, Hilfe bei Migration, Flüchtlingshilfe, Suchtberatung, Telefonseelsorge und viele Dinge mehr. Es gibt also ganz, ganz viele Bereiche, in denen die Diakonie tätig ist. Und jetzt kommen wir mal zu dem Text aus der Apostelgeschichte. Der erzählt uns im Grunde von der Geburtsstunde der Diakonie. Da waren die Jünger, die das Evangelium verkündigen wollten und sollten. Und dazu gehört natürlich auch die praktische Nächstenliebe. Und das war denen alles ein bisschen viel. Und die Christinnen und Christen haben es damals durch Umstrukturierung geschafft, eine Überlastung der kirchlichen Mitarbeitenden zu vermeiden. Und wie wir sehen, setzen wir das auch heute noch um. Wobei, nochmal wieder eine kleine Zwischenbemerkung, wobei ich sagen muss, dass das von den Jüngern schon ein bisschen überheblich klingt, wenn die sagen, wir können doch nicht die Verkündigung vernachlässigen, um selbst an den Tischen das Essen auszuteilen. Das klingt schon so ein bisschen so, als wären sich die Jünger zu schade, an die Bedürftigen Essen auszuteilen. Und ich finde ja, an den Tischen Essen auszuteilen, an bedürftige Menschen, das ist eine Form von Verkündigung. Das passiert nur mit Taten und nicht mit Worten. Da liegt der einzige Unterschied. Das ist praktizierte Nächstenliebe. Und da wird Menschen Gottes Liebe auf ganz praktische Weise vermittelt. So, damals war eine Umstrukturierung der Aufgaben nötig, weil es den Jüngern zu viel wurde, hatte ich ja schon gesagt. Und das kommt daher, dass die Gemeinde ständig wuchs. Das hören wir aus dem Text.
Und das bedeutete natürlich irgendwann mehr Arbeit und die musste dann einfach auf mehrere Schultern verteilt werden. So einfach ist das. Und ich bin ja der Meinung, dass diese Zeilen aus der Apostelgeschichte der Anti-Burnout-Text schlechthin sind, der auch heute gehört werden muss und nach dem auch heute entsprechend gehandelt werden muss. Denn wir haben zwar die Diakonie, die ganz viel von diesen praktischen Nächstenliebe-Aufgaben leistet, aber trotzdem haben wir auch ganz viele überlastete Menschen in dieser unserer Kirche. Und das betrifft im Grunde alle Bereiche, wo es kirchliche Mitarbeitende gibt. Das betrifft nicht nur die Pastorinnen und Pastoren. Es gibt auch Diakone und Diakoninnen mit Burnout. Und es gibt auch andere kirchliche Mitarbeitende mit Burnout. Also die Überlastung ist da und wir haben das ja auch ganz deutlich aus dem Bericht eingangs gehört. Wir sind also wieder an einem Punkt, wo dringend umstrukturiert werden muss, damit wir unseren Kernaufgaben gerecht werden können. Der Verkündigung von Gottes Liebe nämlich, dem Gebet, dem Leben von Gemeinschaft und das heißt damit dann auch dem gegenseitigen Helfen und der Seelsorge. Allerdings finde ich, dass das heute schon schwieriger ist, als es das damals zur Zeit der frühen Christinnen und Christen war. Das Problem heute, das wir haben, ist nämlich, dass sich innerhalb der Kirche die sieben nicht mehr so problemlos finden lassen. Damals haben sie ja sieben Leute gefunden, die dann sozusagen die Aufgaben der praktischen Nächstenliebe übernommen haben. Heute würden sieben wahrscheinlich gar nicht mehr ausreichen. Wir bräuchten mindestens 70 oder 700 oder 7000. Wie dem auch sei, die sind nicht mehr so leicht zu finden wie damals. Das hat damit zu tun, dass das ehrenamtliche Engagement zurückgeht, nicht nur innerhalb der Kirche, sondern insgesamt. Dann werden die Kirchenmitglieder weniger, Pastoren und Pastorinnen werden auch weniger. Ich habe versucht herauszufinden, wie das in der Diakonie aussieht, habe dazu jetzt aber nichts finden können. Also ich habe keine Ahnung, ob da die Zahlen auch rückläufig sind, was Mitarbeitende betrifft. Aber grundsätzlich haben wir ja das Problem, dass wir zu wenige sind, um zu viel Arbeit zu bewältigen. Denn die Arbeit, die ist ja noch da, die geht ja nicht zurück. Wir haben ja immer noch arbeitslose Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Wir haben Flüchtlinge, wir haben Suchtkranke, wir haben Menschen in Lebenskrisen. Die hilfsbedürftigen Menschen, die werden ja nicht weniger. Und auch diejenigen, die von Gottes Liebe hören müssen, werden nicht weniger. Im Gegenteil, denn die Menschheit nimmt ja zu, die Weltbevölkerung. Die Kirche hat nur eben nicht genügend Manpower und Womanpower, um die Arbeit leisten zu können, die da ansteht, die da von uns gefordert ist. Und das Geld ist nicht da, um die Leute zu bezahlen, die diese Arbeit tun. Denn das soll man ja auch nicht unterschätzen. Es geht ja auch nicht alles nur mit ehrenamtlichem Engagement. So, ich bin davon überzeugt, dass es damit zusammenhängt, dass wir heutzutage einen ganz anderen Drive haben als die frühen Christinnen und Christen damals oder als die Kirche damals. Die Bewegung geht in eine ganz andere Richtung. Früher war es so, da ging die Bewegung auf die Kirche zu und heute ist es im Grunde umgekehrt, da geht es eher von der Kirche weg. Wenn man Büchern in der Bibel, wie zum Beispiel der Apostelgeschichte, Glauben schenken darf, dann ist es früher so gewesen, dass die Leute total begeistert waren und gesagt haben, wow, das, was ihr Christinnen und Christen da macht, das finden wir total klasse und wir möchten gerne mitmachen. Und heute ist es ja eher so, dass die Leute sagen, Kirche, nee, lass mal und meine Kirchensteuer, die spare ich lieber, die gebe ich lieber für was anderes aus. Ich habe ja sowieso nichts davon, wenn ich Kirchensteuer zahle, mich ehrenamtlich in der Kirche engagieren, auch nö, mache ich lieber bei uns im Sportverein. Oder es gibt Leute, die sagen, ja, ich würde schon gerne, aber ich kriege es einfach nicht hin. Ich habe so viel mit Beruf und Familie zu tun, dass ich einfach keine Kapazitäten mehr habe, mich dann innerhalb der Kirche auch noch zu engagieren. Oder woanders. Es ist ja nicht nur ein kirchliches Problem, das gibt es ja in ganz vielen Bereichen. So, und jetzt ist natürlich die ganz große Frage, was können wir tun? Denn wir müssen was tun. Das kann ja so nicht weitergehen, dass da viele Menschen sind, die einfach überlastet sind.
Das Problem ist, das haben wir ja schon festgestellt, es sind einfach keine 7 da, an die wir die Arbeit verteilen können. Oder 70 oder 700 oder 7000 oder wie viel auch immer. So, niemand da, an den wir Arbeit abgeben können. Ja, und da kann man natürlich ganz laut schreien und sagen, Kirche, ihr müsst was ändern, ihr müsst dafür sorgen, dass es in euren Reihen weniger Burnout gibt und ihr müsst verhindern, dass die Leute überlastet werden. Fangt endlich an, umzustrukturieren. Ja, das kann man natürlich machen, das ist auch grundsätzlich richtig. Dazu müsste dann aber auch ein Aufruf an den Rest der Welt her, der alle wissen lässt, wir brauchen eure Hilfe. Ohne euch geht's einfach nicht. Wenn wir die Sterbenden begleiten wollen, wenn wir den Hungernden zu essen geben wollen, wenn wir den Arbeitslosen helfen wollen und, und. Aber auch das reicht nicht. Auch damit funktioniert es nicht. Ich denke, das Ganze kann nur dann funktionieren, wenn wir nicht nur die Kirche umstrukturieren, sondern wenn wir unsere ganze Gesellschaft umstrukturieren. Denn mal ganz im Ernst, das ist doch total schräg, das ist total krank, muss man ja wirklich sagen, dass es in unserer Gesellschaft Menschen gibt, die wirklich gerne arbeiten möchten, aber keine Arbeit finden, dass Leute entlassen werden, obwohl die Arbeit ja eigentlich da ist. Und dann gibt es Menschen, die Arbeit haben, aber dann auch wirklich nur, um ihre Existenz zu sichern. Und das ist ja heutzutage ganz oft gar kein Kriterium mehr ist, dass Arbeit ja auch ausfüllen kann und eigentlich sollte und dass Arbeit auch Spaß macht und dass es ja eigentlich sinnvoller ist und wir ja auch viel produktiver sind, wenn wir in einem Beruf arbeiten, in dem wir gerne arbeiten, der uns Spaß macht, der uns erfüllt und ausfüllt. Ja, und dann sind auf der anderen Seite diejenigen da, die so viel an Arbeit aufgehalst bekommen, dass sie irgendwann zusammenbrechen, dass es irgendwann nicht mehr geht, selbst wenn sie in ihrem Traumjob arbeiten. Und wie gesagt, das ist doch krank, da stimmt doch irgendwas in unserer Gesellschaft nicht. Die Arbeit ist ja da für die ganzen Menschen, die da sind, aber dann wird aus finanziellen Gründen ganz viel Arbeit auf ganz wenige Schultern verteilt und ganz viele Schultern sind arbeitslos und wollen es eigentlich gar nicht sein. Ist doch völlig verrückt, oder? So, das heißt, die einzige Lösung, die ich sehe, ist die, dass wir unsere Gesellschaft umstrukturieren. Da muss ganz dringend was passieren. Da muss reformiert werden. Da muss vielleicht sogar eine Revolution her. Eine Reformation reicht da vielleicht gar nicht mehr. Eine Revolution, die all das Kranke über den Haufen schmeißt, damit wir dann in aller Ruhe neue, gute und gesunde Strukturen aufbauen können, wie damals die ersten Christinnen und Christen das getan haben. Denn das, was da in der Apostelgeschichte steht, das sollte nicht nur ein Beispiel für die kirchlichen Strukturen sein und für das kirchliche Leben, sondern im Grunde für die ganze Menschheit. So sollte die ganze Menschheit funktionieren, dass das, was an vieler Arbeit da ist, auf viele Schultern verteilt wird, damit die Arbeit auch gut gemacht wird und damit die Arbeit auch gerne gemacht wird. Das ist das eine, aber dann gibt es etwas, was ich da auch noch ganz deutlich raushöre. Ich höre aus diesem Text nicht nur die Aufforderung raus, es muss dringend umstrukturiert werden, sondern was da auch mitschwingt, ist das hier. Fangt endlich damit an. Amen.